stellt euch mal vor, da kommen Kita-Fachkräfte, also Leute aus der Praxis. Die tun sich zusammen und gründen einen Verband und das tun sie, weil sie wirklich Lust haben, die Kita-Welt zu verändern für bessere Bildungs- und Rahmenbedingungen. Stellt euch mal vor, es gelänge mir, diese Menschen einzuladen, diese Macher, diese Superstars. Ich hab Bock drauf. Hi, ich bin Christine und eine aus dem Vorstand vom Kita-Fachkräfteverband von Rheinland-Pfalz. Hi, ich bin Carmen und auch aus dem Vorstand des Verbandes für die Kita-Fachkräfte in Rheinland-Pfalz. Und ich bin Claudia, die Vorsitzende des Verbands Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz. Und zusammen sind wir die Stimme aus der Praxis. Hi, ich bin Carmen, arbeite seit 20 Jahren als Kita-Erzieherin und bin heute hier, um das zu sagen, wofür ich brenne. Ich heiße Claudia, arbeite seit über 30 Jahren in der Kita und bin überhaupt nicht berufsmüde, sondern brenne immer noch für Frühpädagogik. Hi, ich bin Christine, bin auch seit knapp 20 Jahren jetzt eine von den Helden, die jeden Tag in der Kita steht und aktiv mitarbeitet. Und heute rocken wir die Hütte. Wieso sind wir hier? Weil wir erzählen wollen, dass wir einen Kita-Fachkräfteverband in Rheinland-Pfalz gegründet haben. Genau, weil wir die Schnauze voll haben, uns ständig von der Politik anhören zu müssen, dass die wissen, was in unserem Job richtig ist und was falsch ist. Und dass wir immer erzählt bekommen, wie wunderbar die Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz sind und dass wir uns doch glücklich schätzen müssten, wie toll es in der Kita ist. Und das entspricht leider nicht den Tatsachen. Die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Und wir haben diesen Verband gegründet, damit sich endlich etwas verbessert und die Kinder einen kindgerechten Kita-Alltag bekommen. Denn wir sind die Stimme aus der Praxis und nicht die aus der Politik. Und wir stehen gemeinsam für unseren Beruf ein und brauchen jetzt die Community von all unseren Pädagogen, die endlich sagen, es reicht. Weil wir werden immer hingestellt, so als ob es nur ein kleiner Teil wäre, denen es reicht. Dabei sind es ganz, ganz viele, die sagen, es geht hier um Menschen. Und zwar um die nächste Generation, die unser Land irgendwann mal nach vorne bringen soll. Um die Entscheider von morgen. Deshalb, Schweigen ist vorbei. Aufstehen, kämpfen. Gemeinsam sind wir stark. Wir wollen mitreden, wenn die politischen Entscheider entscheiden, was Kita-Rahmenbedingungen betrifft. Wir wollen endlich sagen, wie es wirklich ist und auch faire Rahmenbedingungen schaffen. Wir wollen da mithelfen und uns dafür engagieren, dass die Rahmenbedingungen kindgerecht sind. Das heißt, dass die Kinder die Bildung und Betreuung bekommen, die sie brauchen. Und wir wollen endlich dafür sorgen, dass der Job der Erzieher wieder ein Traumberuf ist, was er einmal gewesen ist. Und dass wir nicht hingestellt werden und ausgeprüft werden wie eine Zitrone. Deswegen brauchen wir euch alle mit im Boot. Also steht gemeinsam mit uns auf und schließt euch zusammen. Ja, und unser Traum wäre, dass es nicht nur diesen Kita-Fachkräfteverband in Rheinland-Pfalz gibt, sondern dass jedes Bundesland so einen Verband gründet und wir irgendwann zusammenkommen, um einen bundesdeutschen Dachverband zu gründen. Wir wünschen uns viele Mitglieder, damit die Politik uns auch nicht ignorieren kann, dass wir eine starke Stimme aus der Praxis werden. Deshalb seid dabei, werdet Mitglied und unterstützt uns jetzt. Genau, weil Vernetzung und eine Gemeinschaft ist das Größte und dann kriegen die uns nicht mehr dazu, dass wir weiterhin still sind. Ich bin Carmen. Frühkindliche Bildung ist für mich kein Hexenwerk. Und ich bin hier, um endlich Heldentaten zu vollbringen und aufzustehen und den Mund aufzumachen. Ich bin Claudia und ich bin hartnäckig. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis wir kindgerechte Kitas in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland haben. Ich bin Christine und ich bin die, die nicht viel drumherum quatscht, sondern die sagt, wie es ist.